Das ist natürlich eine Frage, wie erreiche ich die Verzinsung von in der Unternehmenskasse langfristig? Ich meine, wir sagen in der Regel 2,25% zu. Das ist ja die Verzinsung, die erreicht werden muss oder sinnvollerweise auch leicht übertroffen werden muss. Ich selbst bin kein Anlageexperte, ich kann Ihnen hier keine Empfehlung geben. Ich kann sagen, dass die meisten Vermögensverwalter eine Verzinsung von 3 oder 4% immer noch leicht erreichen. Ich kann auch sagen, okay, wenn Sie lieber in Versicherungen investieren und Versicherungen für sinnvoll und glaubwürdig halten, ist ganz einfach, die Kapitalanlagevorschriften, die sind öffentlich, Sie wissen, wie Versicherer investieren, die haben Garantien, die teilweise noch bei 4% liegen, die neuen Garantien bei 1,75%. Sie müssen durchschnittlich auch leicht 4% erreichen, um das Ganze überhaupt zu finanzieren, einschließlich der Kosten. Sie können die Anlagevorschriften hernehmen, Sie werden merken, dass mit deutschen Staatspapieren nicht weit kommen, Sie werden merken, dass Aktien, Immobilien kaum eingesetzt werden, vielleicht zu 3-4% teilweise, weil man Angst hat vor Kursrückgängen. Das heißt, es wird nahezu ausschließlich in Staatspapieren investiert. Das sind Deutsche natürlich auch im höchsten Maß ungeeignet, weil die bringen derzeit teilweise negative Renditen, teilweise ganz geringe. Das heißt, sie müssen in Griechischen, in Spanischen und so weiter investieren und solchen Dingen. Das können Sie als Unternehmer auch machen, wenn Sie daran glauben, dann investieren Sie einfach mal in griechischen und spanischen Staatspapieren. Da erreichen Sie auch im Durchschnitt langfristig Ihre 2% Verzinsung. Oder Sie gehen nur her, tilgen Ihren Kontokorrentkredit, dann haben Sie eine Alternativverzinsung von vielleicht 10% erzielt und erwirtschaftet. Und die Frage, die muss man auch immer Gleiches mit Gleichem vergleichen. Der Unternehmer, der Darlehen aufnimmt für 4,5% oder sein Kontokorrent überzieht mit 10%, der muss ja auch irgendwann tilgen und irgendwann die Zinsen bringen. Also das ist eine Aufgabe, die hat der Unternehmer immer. Und wenn er sagt, ich kann mein Darlehen nicht komplett zurückzahlen, ich werde es verlängern, dann hat er das Problem auch länger. Und ich glaube, was Besseres als einen Zins langfristig mit 2 oder 2,25% zu haben, gibt es für einen Unternehmer nicht. Weil wenn es angeboten werden würde für Banken, dann würden sich die Unternehmer drauf stoßen, wenn die Bank sagen würden, hier hast du für 2,25%, zahl es mir bitte in 30, 40, 50 Jahre zurück, dann würden sich doch die Unternehmer drauf stürzen. Und genauso ist es letztendlich auch hier für die Unternehmer. Ist es interessant, langfristig zu haben, und Unternehmer machen sich keine Sorgen, 2% oder 2,25% zu erwirtschaften im eigenen Unternehmen durch Darlehenstilgung, Kontokorrenttilgung oder vielleicht auch am Kapitalmarkt. Weil einfach die Vorteile enorm sind. Auch wenn das Geld angelegt wird, ich habe die Liquiditätsreserve und komme ran. Und das ist für einen Unternehmer das Entscheidende. Und von daher die Frage, wie kann ich in 30, 40 Jahren noch 2% erwirtschaften? Wenn er ein Bankdarlehen bekommen würde, würde er es machen, würde er sich gar keine Gedanken machen. Hier macht er sich Gedanken und das ist von dem her nicht nachvollziehbar.